Was geht ab, Grüße? Sie ist bei Kunze Gaming und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Reaction-Video. Ja, diesmal handelt es sich um den Satreon-Trailer von Mortal Kombat 11. Und ja, als erstes will ich erstmal sagen, sorry für die lange Zeit für den Upload, wo ihr drauf gewartet habt. Und ja, ist lange Zeit kein Upload gekommen. Gründe dafür gibt es einfach Familienstatus. Also, momentan ist es ein bisschen stressig, allgemein bei mir privat. Und haltet ein bisschen aus, Leute. Es werden wieder Gameplay-Videos kommen. Ich nehme jetzt hier ein bisschen den Voraus auf. Und ja, es werden auf jeden Fall wieder Gameplay-Videos kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt Samstag oder ob jetzt morgen wieder. Ich weiß nicht genau. Haltet durch, es kommt auf jeden Fall wieder was. Also, es kommt wieder regelmäßig Content hier auf diesem Kanal. Ich muss nur sehen, dass ich das irgendwie zeitmäßig ein bisschen eingeteilt bekomme. Vielleicht mache ich auch demnächst mal endlich mit dem Streaming endlich mal an. Vielleicht fange ich damit endlich mal an. Wollen wir mal hoffen. Ja, gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt auch mal direkt in den Trailer hinein und dann schauen wir mal, wie er so ist. Ah. Ja, sie soll ja ein Elder God sein, habe ich ja gehört. Die Mutter von Shinnok oder so? Hohoho, bold statement. Wow. Sie hat direkt so Tremor-Vibes, hat sie irgendwie. Ohne direkt Tremor zu sein, ja. Der hat aber die Elemente, hat sie als Angriff. Hat sie hier. Ja. Sie hat Wasser, sie hat Eis, sie hat Feuer. Sie hat Erde, ja, sie ist definitiv, hat alle Elemente für sich. Damit ist sie ja kaum angreifbar. Aua! Gut, dass ich das alles in einem kleinen Fenster habe. Sonst würde mir YouTube das als eine Altersbeschränkung hineinhauen, was scheiße wäre. Autsch! Autsch, 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 autsch. Sonja hat auch keine Chance, Kinder. Wir haben jetzt, jo, Feuer. Da sind mal richtig coole Kombos in da drin. Richtig geil, also Satreon. Ja. Fatal Blow. Finisher, ja. Mal gucken, was das so gibt. Ah. Okay. Okay, das war cool. Das war cool. Also der Fatality, der war Hammer. Also nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Bin schon auf ihren zweiten gespannt. Ich versuche mich ja so wenig zu spoilern wie möglich. Storymäßig sowieso. Aber, ja. Bin mal gespannt, ey. 23. kommt immer näher. 13 Tage sind so der Zeit, wo ich aufnehme. Sind noch. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt. Das wird richtig cool. Auf jeden Fall. Shao Kahn bekommen. Ja, ich habe es ja noch mir für die PlayStation 4 vorbestellt jetzt. Ich hätte auch für die PlayStation, auch für den PC vorbestellen können, aber naja, irgendwie, ich weiß nicht. Dann lieber für die PlayStation hab, weiß es dann auch, dass es wirklich hundertprozentig auch einwandfrei funktioniert. Ja, aber Satreon sieht sehr, sehr gut aus. Also ich bin schon sehr gespannt auf das Gameplay, wenn man es jetzt selber spielt, weil es ist ja immer was anderes, wenn man einen Trailer sieht und dann hinterher sie selber dann zockt. Ist ja dann immer was anderes. Aber ich bin so sehr, sehr gespannt darauf, wie sie sich so spielen lässt. Also das wird schon cool, glaube ich. Das wird schon cool. Aber ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich mache jetzt hier einfach einen kleinen Break. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir der rechten Seite und Abo da lassen. Daumen nach oben, falls mit Freunden bekannt. Und dann sieht man sich beim nächsten Video wieder. Morgen. Bis dahin. Und tschüss.